Hallo und herzlich willkommen zu Onde. Der Publisher Mixed Vision hat uns freundlicherweise einen Steam-Code für das Spiel zur Verfügung gestellt, das in dieser Woche erschienen ist, Steam und auf GOG. Es ist wohl eine entschleunigte Plattformer, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe aber noch nichts vom Spiel gesehen. Gespannt, wo diese neue Reise uns hinführt. Schauen wir in die Optionen kurz rein. Du hast Vibrationen standardmäßig ausgestellt. Stell dich mal an. Das Ganze mit dem Xbox-Controller. Los geht's. Soll nur 2 bis 3 Stunden lang gehen. Wir wollen aber nicht das gesamte Spiel vorwegnehmen. Also spielen wir nur ein bisschen rein. Okay, jetzt können wir uns bewegen. Kleben jetzt hier so an diesen sollte jetzt keine allzu tiefe Narrative hier erwarten, sondern eher so ein entspanntes Rätselspiel. Hab mich direkt von Anfang an an Euphoria und Pixel Junk Eden 2 erinnert. Ist ja nicht das Schlechteste. Im Gegenteil. Muss ich hin? Wahrscheinlich hier unten zu dieser nächsten Pflanze, nenne ich es jetzt mal. Allein wegen diesem Pflanzendesign und der Kameraperspektive erinnert es mich schon stark an Pixel Junk Eden und auch an die Euphoria eben. Achso, da kann ich nicht hoch. Gut, muss ich hier weiter machen. Bounce, 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 bounce. Oh no. Schon echt gut verwoben mit dem Sounddesign. Okay, also die gelben weisen mir den Weg und die weißen muss ich einsammeln. Der will automatisch schreien. Heißt, ich muss die anderen auch noch befüllen. Mit Y, A und B? Nee. Muss ich den jetzt da lassen? Der geht ja automatisch da rein. Naja, um jetzt hier runterzukommen, muss ich hier diese Kreise aktivieren. Wie mache ich das?
Lass ihn rein. Vielleicht muss ich das einmal umrunden. Das Spiel erkennt gar nichts. Ich muss echt alles rausfinden oder gut aufpassen. Ah, habe ich das jetzt aktiviert? Oh ja, wir bewegen uns. Okay, das ist groß. Durch dann diese Art Schallwellen, die uns dann transportieren. Muss ich jetzt hier weiter nutzen, wahrscheinlich hier jetzt auch wieder. Also man braucht auf jeden Fall einen Controller, sonst steuert sich das, glaube ich, nicht ganz so gut. Das passt ja auch perfekt von der Darstellung her. Wird ja mal angezeigt, welchen Button man quasi drücken muss. Welcher dieser Helfer mit welchem Button belegt ist. Und jetzt haben wir... Oh, jetzt sind wir in der Luft, jetzt können wir das mal aktivieren. Das ist echt ein Spiel, das man gesehen haben muss, um es zu beschreiben. Es ist sehr schwer in Worte zu fassen. Oh, das war's nicht. Gut, dann werden wir zurückgesetzt. Das ist genau im richtigen Moment ab. Ah, man darf diese Kristalle auf keinen Fall berühren. Okay, gut, das geht sehr weit. Da sind wir am Ziel. So richtig komplex. Jetzt hier gleich gegensteuern mit der zweiten Blase. Oh, zu spät. Rip. Oh, hat gerade noch so geklappt. Jetzt wieder mit der ersten. Das ist ganz nice. Da wird bestimmt noch einiges dazukommen an Spielmechaniken. Aber jetzt nicht allzu viel, weil das Spiel dauert ja nur 2 bis 3 Stunden. Geht der hier rein? Ja, was ist los? Hab ich nicht verstanden. Kann ich die anderen auch kontrollieren mit dem rechten Stick? Nee. Musste da halt rechts einer rein. Achso, muss ich ihn berühren. Jetzt ist er berührt. Ah. Oh ne, jetzt haben wir 3 Blasen, die wir nutzen müssen in den Rätseln. Na klar. Bis wir dann bei 4 angelangt sind.
Und dann kommt die neue Mechanik. Okay, erstmal. Welt. Boss time. Kommuniziert er mit mir? Ich kann leider kein Morse. Was ist jetzt? Mit den Face-Buttons kann ich nichts aktivieren. Musik erinnert mich so ein bisschen an Fez. Aber gut, muss ich jetzt das nochmal aktivieren? Ah, zu spät. Wurde ja, glaube ich, einen Tag nach St. Patrick's Day veröffentlicht. Wir spielen ein Kleeblatt. Das irgendwie zusammen. Habe ich was falsch gemacht jetzt? Das war für mich nicht richtig. Ich drück A. Ups, das ist. Nein, wieder zu spät. Ja, kann dann auch ein 5-Stunden-Spiel werden, das 2- bis 3-stündige Spiel, wenn ich spiele. Jetzt haben sie ja die eigentlichen Farben. Xbox Controller Buttons, glaube ich sogar. Passenderweise. Frag mich, ob es einen PlayStation Face Button Mode gibt.
und ob die Farben dann angepasst werden. Blau, aber es war der B-Button, der eigentlich rot ist, also ist vielleicht doch nicht angepasst auf die Xbox-Buttons. Oh, jetzt wird's düster. Oder was? Nein, bitte nicht alles noch. Ah, was hätte ich jetzt machen sollen? Ah, das hat sogar übereinstimmt. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Y passt auch. Ich habe was verpasst. Hier muss es irgendwo eine Anschlussstelle geben. Okay, das passt nicht. Blau, B. Hier bin ich gerade gestorben. Werden automatisch ausgelöst. Das mache ich jetzt nicht. Was muss ich jetzt machen? Aber, was geht hier? Oh nein. Das war jetzt gerade Saurons Nebenjob als DJ. Oh shit. Auslösen. Oder soll ich den ausweichen? Muss den ausweichen. Möglicherweise kann man das Spiel auch mit Steuerkreuz spielen, am Controller, mit Digipad.
wesentlich genauer dann hier auch in den engen Passagen. Holt sich letztlich auf. Muss ich hier X spammen, um durchzukommen. Bin ich gestorben? Bin ich mehr angekommen. Oh, muss mich weiter. Ah, ich kann hier auch so Blasen verschießen mit X und mit allen Tasten eigentlich. So ein bisschen wie in Journey, wenn man kommuniziert. Okay, das war was Falsches. Das ist das alte Neo-Magazin Royal-Logo damit. Okay, also den muss ich ausweichen, okay. When? Oh shit. Okay. Muss ich jetzt hier so vorbei, oder? Seinen eigenen Soundtrack hier spielen. Ich lasse es mal lieber. Ich werde jetzt rein. Das ist ein Bug. Ich sterbe doch, wenn ich jetzt hier rankomme. Achso, ich dachte, ich würde hier sterben, aber das ist nur Hintergrund. Das war kein Hintergrund wiederum. Wo bin ich? Ich habe ganz kurz geschaut, ob mit der Aufnahme alles passt. Schaut ganz gut aus. Es geht die Maus nicht mehr weg. So gleich zum ersten Bossfight. Erzähl mir doch nichts.
vergessen würde. Nee, jetzt bin ich hier dazwischen. Geht's nicht. Ich komm hier an dem Stein vorbei. Ah, jetzt kann ich unten durch. Boah, jetzt wird es ja richtig verworren. Jetzt erinnert es mich so ein bisschen an Insanely Twisted Shadow Planet. Lichtstimmung her. Oder Limbo auch ein bisschen. Nein, drück Stopp. Okay, die schwarzen Wellen müssen wir ausweichen. Die dunklen Wellen da hier. Mit dem Türkisen. Schon ganz smart gemacht. Das ist zumindest so gemacht, dass man sich smart fühlt. Es sei denn, man verpasst die Blase, so wie ich jetzt hier gerade. Ja, oder macht sie dann zu klein? Jetzt wird sie größer. Ah, verpasst. Warten, jetzt raus. Jetzt kann ich hier haben. Nicht nice. Da sterbe und ne, geht einfach nicht weiter. Oh, verschwinde da mal. Hm, da komme ich nicht weiter. Ich mache einfach eine neue. Quatsch, muss warten, bis die weggeht quasi. Oder wie? Warte nur. Muss ich warten, bis die verschwindet und mache dann eine neue, wenn ich so langsam nach rechts jetzt dann so liege, schwebe. Nee, die verschwindet nicht von alleine mal. Okay.
weiß nicht. Muss hier weiter nach rechts fliegen vielleicht mit einem. Was ist das? Ah, also früher drauf. Zwei jetzt. Ah ne, am Laps steht. Bringt mir nichts. Bleibe hier mal pappen quasi an diesen Blasen am Rand. Aber jetzt habe ich hier keine Chance weiterzukommen. Die vergrößern sich immer weiter, bis ich sie berühre. Aber ich kann ja nicht weiter rechts. Und hierfür ist sie jetzt zu groß. Wegen den Kristallen rundherum komme ich da nicht weiter. Und sie löst sich erst auf, wenn ich mich wieder zur anderen Blase bewege. Sehr merkwürdig hier. Wenn ich eine neue mache, dann bleibt die alte aber leider. Sonst könnte ich ja hier nach rechts schweben. Aber ich mache mehrere. Das ist irgendwas. Nee, das bringt mir nichts. Muss ich hier. Mit links muss ich das machen. Aber die kann ich nicht bewegen, die linke Blase, die weiße. Ich kann nur die türkise, ne? Ich probiere aber mal ein bisschen. Hat nichts verändert. Ich muss einfach ganz viel spammen. Schon krass gemacht. Wenn es da einen Level-Editor gibt, dann kann man da sehr viel Kreativität walten lassen. Sich da hoch. Was ist mein Ziel? Ah. Ziel ist doch nicht hier oben. Oder ist das ein Secret? Es geht doch nicht wirklich so. Sich nie auf. Oder nicht weiter. Ach, da unten noch runter. Man soll da unten rum. Jetzt habe ich es erst gesehen. Ist aber sehr schwer auszumachen, dass man da unten. Nee, das war wieder nix. Okay, das ist schon sehr versteckt. Ultra versteckt. Doch. Okay, das ist ziemlich. Das Spiel ziemlich verzeihlich. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Wow. Wenn ich dafür schon mein Sprachzentrum verloren habe. Bin ich mal gespannt auf die restlichen Level. Schön, dass alles so homogen ineinander übergeht. Und sehr tolles Audio-Design. Ah,
Also bewege ich mich jetzt langsam voran, indem ich die beiden Blasen abwechselnd nutze. Wobei ich aber jetzt hier keine Chance mehr. Okay, das müssen wir jetzt sehr genau aufpassen. Oh. Ich sterbe da jetzt nicht. Oh, das sieht eher so aus, als wäre es... Könnte man das sterben. Alles cool. Am besten wirkt das natürlich, wenn jetzt nicht einer einfach die ganze Zeit drüber labert, glaube ich. Verloren. Wenn man die auch spammen kann und... Also Speedrunner könnte wahrscheinlich... Voll durch. Okay, ich hab's noch nicht so ganz drauf. Oh ne, jetzt fahr ich wieder zurück. Das ist nicht gedacht, glaube ich. Wie nutze ich denn die jetzt, um da ranzukommen? Das ist nicht ganz. Ah, okay, ja doch. So ein bisschen wie Semblance, ist ja auch so ein kreativer Plattformer gewesen. Südafrika, daran erinnert mich dieses Spiel auch, Onde. Komm ich da durch jetzt? Okay, oh, bin gestorben. Bin ich? Ach, ich bin gar nicht gestorben. Jetzt bin ich gestorben. Thank you.
Ah, okay. Die bewegt sich jetzt sehr langsam, die rote oder rosane. Und die blaue, die ich dagegen schießen kann, sehr schnell. So zum Bremsen quasi. Jetzt. Oh. Knappes Ding. Jetzt geht die weiter. Kann aber neu wahrscheinlich schießen. Geht sie weiter vielleicht hier? Okay, hier jetzt gleich wieder bremsen. Ah, ein bisschen zu früh. Ah, ja, hätte ich noch mal was stoppen, abschießen sollen. Nur hier. Hier und stoppe dann hier. War zu früh. Da unten geht's weiter. Ah, gut, dass hier ein Rücksatzpunkt ist. Zwei aus Versehen verschossen. Okay, aber hier braucht man schon extrem viel Geduld. Oder mein Geschick. Da geht's hier weiter. Oh, hab ich ja Glück, dass da noch was war. Oh, wenn ich jetzt hier stehe. Nee, hier geht's einfach nicht weiter. Die blaue Blase geht immer nur so weit wie ich quasi. Also bis zu meiner Position nicht weiter. Thank you.
Das ist jetzt kein Fehler im Spiel. Ich schaue nur gerade, ob mit der Aufnahme alles okay ist. Schaut gut aus. Ich denke mal, wir machen noch so 10 Minuten. Habt ihr ja schon ein Drittel des Spiels ungefähr gesehen? Nein! War schön gerade zu sehen, was da oberhalb dieser Spielwelt vor sich geht. Jetzt sehen wir davon mehr im Laufe des Spiels. Bösen Blasen ausweichen. Den Technoblasen. Launch me. Treibende Soundtrack, der pusht einen so richtig. Nein, fast schon wieder. Ist aber echt schwer zu sehen, wo es denn geht. Vielleicht jetzt mal unten. Ich glaube, das wird noch viel trippier. Was ist das? Das folgt mich. Ich habe keine Chance. Wo soll ich jetzt hin? Alle Knöpfe drücken. Gewülzt. Okay, saved. Da sind wir doch safe. Oh nein. Komm ich weiter. Komm ich weiter. Jetzt kommt irgendwas. Save me. Klar. Die rosa-rote Brille. Ich habe in der Errungenschaft freigeschaltet. Near Death Experience. Nahtoderfahrung. Oder Nahtoderlebnis. Und jetzt beginnt hier wohl ein neues Kapitel. Das ist vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um hier dann Schluss zu machen, damit ihr das dann selber erleben könnt. In Onde, über Steam oder über GOG, über den PC erhältlich, für den PC erhältlich. Wird bestimmt dann auch für Konsolen erscheinen, könnte ich mir auf der Switch ganz gut vorstellen. Ah, okay, und der Wasserlevel darf natürlich nicht fehlen. Genau wie die Lava-Welt, die am Ende noch kommen wird, bestimmt. Schön, dass der Ton dann so ein bisschen gedämpft ist jetzt. Moment. Ist gerade auch günstiger. 10% bei GOG für 10,79 €. Auch auf Steam reduziert. Gleicher Preis. Bis 24. März. Also ein Launch-Discount. Aber das ist ein schönes Endbild. Das wird dann direkt das Vorschaubild des Videos. Ja, danke fürs Zusehen. Danke für die Bereitstellung des Codes an Mixed Vision. Und ihr lest dann den Test bald auf unserer Webseite xtgamer.de. Bis zum nächsten Mal.